Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Holzton TV und Starfield. Hier ist der Opa Mario, der alte Sack. Wir machen als nächstes eine Quest mit Emma Wilcox für die Ranger. Es ist immer schön, mit dir zu plaudern. Ja, ne? Für die Ranger, und zwar den Hilferuf einer Farm. Hilferuf einer Farm? Ja, die Waggoner Farm. Wir waren schon mal da, wir sehen das schon. Aber natürlich nicht in diesem, mit diesem Auftrag. Ja, da geht's hin. So. Ah, jetzt, oder? Ah, jetzt. Ja, das wird auch schön, wenn wir da mal was anderes, was Besseres kriegen, was mehr Power hat. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Jawohl. Wie gesagt, die haben Angst, dass sie ihr die Farm wegnehmen wollen. Okay, wir sind hier fertig. Du kannst landen. Wenn nicht sogar noch Schlimmeres. Schon wieder, warum geht denn jetzt schon wieder die blöde Karte auf? Hier drüben! Okay. Ach, sind wir schon aus hier? Wir sind schon ausgestiegen, guck an. Was habe ich denn ausgerüstet? Warte mal, mal kurz gucken. Boah, dann haben wir zwei leere Plätze, habe ich die schon wieder verkloppt. Scheiße, ey, ich muss mehr aufpassen. Kann ich ja froh sein, dass ich die Waffen wenigstens noch habe. Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Irgendwie kann ich mir vorstellen, aber was hast du denn für Sorgen, Schatzi? Was kann der alte Sack denn für dich tun? Oder die Emma für dich? Ich bin Ranger Emma Wilcox. Das ist mein Deputy. Ach so, Ich bin ja Deputy. Deputy. Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten. Mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen. Haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Oh oh. Ihr Angebot war mies. Also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. In Arsch. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Ich war gar nicht dabei. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Gut, wenn sie gegangen sind, dann können wir sie ja noch kriegen. So machen wir das. Dann weiß ich, wo ihr anfangen könnt. Ja, bitte, sag was. Sie sind in die Canyons hinter dem Haus gegangen. Ah. In den Canyons ist es gefährlich. Ja. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Auch noch Skorpione. Wenn und ihr so die was, Männer ja. verfolgt, seid vorsichtig. Ach, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Wovon weiß ich nicht, aber das sollte reichen, damit wir diese finden. Männer finden können. Ja. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Ei, hei, Sir. Ei, die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Na, also schon vom Vorteil, dass wir wissen, dass die... Gehen wir uns die Canyons ansehen. ...vor uns vorneweg sind. Jawohl. Canyon angucken. Halt Waffe, hast du gesagt? Waffe wird bereit. Dann legen wir noch ein bisschen Puls, aber Gesundheit drauf. So, erstmal, ne? Emma, wo ist denn deine Waffe? Kleine Großfresse. Aber niedlich ist die, ne? Niedlich, da lang sind die. Ach, die geht vorne weg, oder was? Na, die hätte gleich mal ja keine Angst mehr. Huh. Du bist ja gut. Michaela ist tough. Verscherz es dir nicht mit ihr. Ist still hier draußen. Das ist schön. Das ist Ruf mal was anderes als Aquila City. Ah, kenn ihn, guck. Kann man sie denn schon sehen? Gut, nun wissen wir natürlich auch nicht, wie lange sie schon weg sind, ne? Ja, dann werden wir mal ein bisschen rumschleichen. Ist ja noch ein bisschen besser, ne?
nehme jetzt auch mal keinen Arzt mit. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Als Kind war ich ständig auf Erkundung, habe Karten gezeichnet. Mit den Canyons hätte ich mich monatelang beschäftigen können. Ich hätte mir jeden Winkel angesehen. Da drüben ist doch was. Da steht eine schöne, Kiste. Und was ist das für ein Tier? Hallo? Warum erzählt die ganze Zeit von Canyon, wenn er gar nicht? Mann! Und wo seid ihr jetzt? Das ist ja, nicht lustig. Gucken, komme ich überhaupt so weit? Trainieren. Was schmeißt ihr denn? Giftklumpen oder was? Oder kommt ihr jetzt hier hoch? Dann machen wir keinen Scheiß. Wo seid ihr denn? Zwei Feinde hinter mir. Was macht ihr denn hier überhaupt? Ach, hier wird's pflanzen, oder? Komm schon! Tatsächlich, guck, da ist der. Ist der wirklich hergekommen, ey? Boah. Respekt. Schwein gehabt. Boah. Stiefelspuren. Achso, die muss ich so untersuchen. Ja. Ich dachte, die sind Canyon. Ja, das habe ich mir doch schon gedacht. Stachelspuren. Mehrere Paar, wie es aussieht. Wo sollen sie denn sonst hin? Gehen wir runter in den Canyon. Vielleicht finden wir noch mehr. Okay. Wenn Waylon ein bisschen besser kochen würde, wäre das hier ein Paradies. Naja, ich meine, so also grün. Grün ist dabei und das sieht schon immer erstmal gut aus, wenn es nicht so trocken aussieht. Grün ist ja immer ein Zeichen für Wasser, oder? Kommt ihr denn auch mit, oder? Was denn nun schon wieder? Könnt ihr mir nochmal sagen? Habe ich wen vergessen? Was ist denn da los? Schiff zeigt er an. Ach mein Gott, ey. Ein schöner Tag für harte, ehrliche Arbeit. Jo. Für die Raumschiffwaffe. Für die Laserkanonen im Raumschiff. Dass Laser gleich Laser ist, ne? So meine ich. Okay, Tier weggelockt. Oder auch nicht, das ist ein ganz anderer. Halte die Augen offen. Ah, natürlich.
Weiß ich, wo ich da oben verschanzt haben würde. Die wissen ja nicht, dass sie verfolgt werden. So, auf jeden Fall die Kiste müssen wir uns holen. Kiste. Mist. Ah, okay. In Deckung! Neun Punkte. Achso, ich kann jetzt mit dem Rechten steuern. Ich habe jetzt nur mit dem Rechten steuern. Kann ich jetzt mal die Kiste plündern? Was ist das? Noch ein. Brauchbares bei waren, oder? Oh. Achtung! Kommt ihr beiden jetzt bitte mal hinterher? Oder sind wir falsche Richtung? Das ist ja doof. Das ist das gleiche, als wenn du in Kolonne fährst und jeder macht, was er will. Dann kommst du auch nie an. Nein, ne? Ach da. Auf einmal oder was? Wie nach rechts. Was ist denn bei euch rechts? Wir haben jetzt von da aus geguckt. Also da lang. So. Ist das rechts oder was? Wieso ist das rechts? Gibt's ja doch noch Action, ne? Ach, den haben wir vorhin getroffen, ne? Glaube ich, von oben abgeschossen. So. Bereit halten! Bereit halten! Jetzt wieder. Ah. Winki, winki. Aha, auf jeden Fall. Dann haben die Vieh. Was ist denn jetzt los? Hey. Ich werde das selber machen, oder was? Vasco. Ach, Vasco, Mensch. Noch einer. Hab ja ein Problem. Lass mich das Problem beseitigen. Ihr seid zu zweit. So, dann haben die also, dann haben die Viecher hier, die Leute, die Frau geärgert haben,
sind wir schon wieder. Was war das denn? Boah.